Hallo Leute, da hat's 1054 mit Let's Play Super Mario Galaxy. Wir schauen heute weiter. Und zwar in der Hüllenverlies-Galaxie. Haben wir das letzte Mal die ganze Risikokomet-Geschichte noch mitgemacht mit dem Zauberer. Und ja, schauen wir mal. Shachi und der unterirdische See. Oh, what the hell? Oh. Den kennen wir. So, ich nehme nicht an, dass wir jetzt heute irgendwas machen müssen mit Feuer und so. Hey, was gibt's hier? Fleisch? Om nom nom. Aber man sollte das nicht direkt ins Feuer halten. Das verbrennt uns nur zu arg. Drüber ist okay, aber nicht direkt in die Flamme. Wäre voll cool und so. So, sollen wir aber auch relativ sein, wenn ich ganz ehrlich bin. Wir tauchen ab. So, also. Schwimm, 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 Mario. Ich sehe gerade nichts, danke. Zu gütig. Also, da unten ist unser Kumpel, der Hai, Wal, nee, Hai ist es. Hätte ich jetzt gesagt, okay. Ja, da sind jetzt Strudel. Okay. Was sind Tüte? Tüte? Das ist ein Beschleunigungsring. So, mein Junge, was geht ab? Du schon wieder. Wenn du diesen See zurückhaben willst, musst du durch die 8 Ringe schwimmen. Können wir probieren. Also. Ich bräuchte so neben. Okay. Die sind böse. Ah, das gibt mir Luft zurück. Na, das ist schön. Könnt ihr mal hier weg? Danke. Voll cool und so. Ich nehme mal die Shell, damit geht's einfacher. Allerdings brauche ich hier mal eine andere Perspektive. Das wäre toll. Oh, Donnerwetter durch die Quallen durch. Sehr schön. 4 ist hier. Zack. Die Dry ist hier. Oh, muss man schon etwas drauf schauen. Die 2 ist hier. Und die 1 ist. Wo? Ich sehe nichts da hinten. In den Strudeln. Oh, what the fuck? Danke. Das war's. Unglaublich. Na dann. Da ist er. Danke. Das war aber ziemlich einfach. Man war schon fast irgendwie geschenkt. Da hätte man auch sagen können, da nimm den Stern. Einfach so. Hätte einen ähnlichen Effekt gehabt, sagen wir es mal so. Von mir aus. So, das hätten wir. Okay, es gibt noch einen geheimen Stern. Ich denke, wir schauen gleich mal, oder? Bietet sich doch vielleicht sogar an. Und zwar, der Zauberer von Geisterschiff, bla. Jetzt überlege ich gerade, hat das vielleicht hier wirklich was? Oder gibt es jetzt hier eine Shell? Doch, es gibt da eine Shell. Schauen wir mal, was davon noch in der Kiste drin wäre. Auch mal interessant zu wissen, das Ganze. So, danke. Also, da hauen wir mal dagegen, das Ding. Oder war da unten noch irgendwo was Interessantes? Ist halt jetzt die Frage. Wahrscheinlich ist da eh nur ein Leben drin. Ja, gut, das war fast klar. Da einen Stern reinzumachen, das wäre etwas zu billig. Wenn man es so sieht, das ist schon etwas zu billig. Ja, gut. Gut, da oben. Gut, hier ist wieder diese Lauftypi. Und. Kann ich mit dem irgendwas machen oder ist der einfach nur da? Also ich sollte hier auf jeden Fall immer wieder was anzünden. Sonst geht's da nicht weiter. Aber hier alle Gegner besiegen, das hatte ich ja auch probiert. Das bringt einfach mal gar nichts. Das ist halt nur so zum Spaß und nur so, weil es halt schön ist. So auf die Art. Naja, das werden wir noch sehen. Oder war da unter Wasser irgendwas? Ich wüsste allerdings nicht, komischerweise. Nein.
Feuer. Danke. Nein. Du brauchst dich gar nicht so freuen hier. So. Genau, der gibt aber eigentlich nur Sternteile. Sehr viele, aber er gibt welche. Da wollte ich eigentlich gar nicht drauf. Nein. Nein, abbrechen, Flug abbrechen, halt, nein. Oh. What the fuck war das? Man müsste die Kanone vielleicht schon abbrechen können. Das wäre schon etwas angebracht. Natürlich hat sich jetzt alles wieder resettet. Mhm. Ja. Na, ich lasse mich mal überraschen, wo das Ganze jetzt sein soll. Ja, ja, ist klar, ne? Ihr könnt euch auch mal wieder beruhigen. Hektik hat noch niemandem geholfen. So, mach hier auf, komm. Wir haben keine Zeit. Zack. Ja, es muss theoretisch unter Wasser irgendwo sein, weil hier komme ich nirgendwo hoch. Nicht in dem Kapitel und, ne? Ja. Na, jetzt schauen wir halt mal. Ob sich da irgendwo was versteckt. Genau, hier hat man das Ganze allerdings. Muss das ja nicht sein. Kann auch hier unten noch was sein. Möglicherweise. Pfeil zeigt aber nach oben. Und das sieht hier auch nichts verdächtig aus. Okay. Na, von mir aus. So, hier ist noch ein Toad. Ich sehe nichts. Schön. Danke. Was könnte da noch für ein Stern sein? Ist mir gerade nicht so ganz klar. Wenn ich ehrlich bin. Vielleicht findet sich irgendwo noch was. Also mit der Qualle kann man ja eigentlich auch nichts machen. Prinzip nicht. Oder... Ja gut, vielleicht wäre da unten noch irgendwo was drin. Ja gut, da hat man noch diese Münze. Bringt die irgendwas? Oder was bringt die viel mehr? Sternteile. Okay. Könnte man auch voll cool einsammeln, wenn man was sehen würde. Na gut. Tja. Da oben wäre doppelte Energie. Sternenteile. Da ist Sternteile. Tja, man weiß es nicht, man weiß es nicht, man munkelt nur. Oder gibt's jetzt hier noch eine Aktion? Ja gut. Nee, also mir ist es gerade nicht ganz klar. Aber vielleicht hat das hier auch noch was mit dem Licht zu tun. Ich weiß es noch nicht so genau. Na gut, wir besiegen die Alte nochmal. Vielleicht, ja, zeigt sich ja dann noch irgendwas, was wichtig sein könnte. Ich glaube es zwar ja nicht, aber naja, ist ja wurscht. Wir werden es erleben, heißt es ja immer so schön. Und, naja, muss mal gucken. Also mal hier hoch. Nicht laggen, nicht machen.
Alter Falter. Hier ist einfach zu viel los. Ja, die Shell ist raus. Die ist weg. Nee. Damit kann ich nichts anfangen mit deinen Feuerbällen hier. Besser. Hier frisst die Shell. Standteile. Nur Wetter. So, machen wir es doch so. Je. Was ist denn jetzt hier? Zack. Den will kein Mensch. Ich bin am Überlegen, wo ich hier noch einen Stern herbringen soll. Tja. Hat das vielleicht trotzdem was mit den Buhus zu tun? Ist davor noch irgendwas? Nee. Auch nicht. Tjo. Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Na komm mal her, Buhu. Vielleicht bringt's ja was, wenn wir dich umbringen. Ich glaub's zwar nicht, aber naja. Irgendwie nicht, nee. Irgendwie nicht. Tjo. Jetzt können wir nochmal hier abtauchen und gucken. Allerdings sieht es hier nirgendwo interessant aus, wo ich jetzt dachte, da wäre eine Höhle oder so. Sieht man nichts. Kann man nichts machen. Hier vielleicht? Ne. Da ist nichts. Ne, das bringt nichts. Den finde ich so auf Anhieb nicht, so wie es aussieht. Tja. Und wo soll der davon bitte noch sein? Ich hab keine Ahnung. Vielleicht trotzdem hier irgendwie mit der Qualle, aber was soll ich da gegen die machen? Da gibt's ja auch nichts, wo man sagen könnte, ich schmeiß was dagegen oder wie auch immer. Haben wir hier nicht. Haben wir nichts im Angebot. Gibt es hier irgendwo? Und gut, ich könnte mit der Shell von drüben noch rüber. Bringt mir das irgendwas? Eigentlich auch nicht, ne? Überhaupt nicht. Tja. Dann sollte ich aber trotzdem mal gucken, dass ich hier irgendwo mal schnell Luft herkriege. Sonst könnte ich sterben. Das will man ja nicht. Danke. Was wäre hier noch so? Vielleicht den töten. Bringt das was? Gut, gibt ein Leben. Ja. Ne? Wie heißt immer so schön, will kein Mensch. Aber was machen die da? Die Jungs und Mädels sind auch leicht verdächtig, oder? Oh, die kann man umbringen. Mit Sternteilen kann ich die hochgehen lassen. Kommen aber wieder nach, also bringt eigentlich nichts. Tjo, nee. Da ist nichts. Also ich probiere jetzt nochmal das mit der Qualle, ansonsten habe ich keine Ahnung. Da muss ich gucken. Luft? Oh mein Gott.
Also das, wenn hinhaut, dann liebe ich es. Das wird sehr, sehr knapp. Ach so, nee, Moment, hier wäre noch Luft. Luft, Luft, yay. Dann tauchen wir nochmal ab. Also. So, genau. Hier geht's rein. So, dann geht's hier hoch. Und dann haben wir da oben die große Qualle. Hat das jetzt sowas gebracht, oder? Aua! Naja. Ist nur mal so. Ich weiß nicht, vielleicht muss man das Teil ja öfter treffen, aber irgendwie. Also ich glaube, war das Ding vorhin auch schon so grün und so leicht aufgebracht, möchte ich es jetzt mal nennen. Ich glaube nicht. Aber es ist doch auch Käsekuchen, hier jedes Mal ewig weit zurückzuschwimmen, um. Na gut, was heißt ewig weit, aber. Naja. Es ist der einzigste Anhaltspunkt. Und so blöd es auch klingt, wir probieren's. So. Da. Da ist ja eine. So. Titu. Also. Nochmal durch. Ja, sehr gut. Ich brauche nochmal kurz hier Luft. Sehr schön. Und dann muss ich nochmal hoch. Wenn ich was sehen würde, wäre das noch viel besser. Okay. Ja! Und, na so. Na, es gibt aber nur eine Münze. Also es hat jetzt effektiv eigentlich gar nichts gebracht. Eigentlich, ne. Ja, Jungs und Mädchen, ich weiß es nicht und ich will hier jetzt auch noch nicht länger rumgucken, weil irgendwie schaut das alles so aus, wie wenn man überall was machen könnte, aber ich, ich weiß es nicht. Ich gucke mir es mal an und das sehen wir dann im Offplay. Ich bin da 2105, bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.